Ja, also herzlich willkommen. Sie sehen hier einen etwas anderen Stand, als die meisten Stände hier sind, weil wir eigentlich so Zwischending sind zwischen Entwicklung, insbesondere solche Glas-Glas-Module, aber auch sehr stark im Anwendungsbereich. Ne? Das sehen Sie schon an dem, was wir hier ausstellen. Wir haben also solche Carports, wir haben als eine Terrasse, wenn Sie da mal reinschauen, das sind eben Module, wo die durchscheinen. Und hier fällt noch ein Trecker, der kommt noch, der ist im Zoll im Moment. Und ja, überall sehen Sie eigentlich solche transparenten Module. Und das ist eben unsere Besonderheit. Also ich habe solche Module schon in den, ja, kurz nach 2000 entwickelt. Nur damals gab es noch nicht so dünnes Glas, weil wenn wir dickes Glas nehmen, wie üblich für Module, dann werden die einfach zu schwer. Und es gab zwar dünnes Glas, das ist nicht das Problem, aber das Glas zu härten, so dass es also auch entsprechend stabil ist, das war eben das Problem. Ne? Und Sie sehen also hier dieses Modul, da hatten wir schon 8 Leute drauf, die versuchten, durch Springen das kaputt zu machen. Nicht nur auf dieser Messe, das ist jetzt die dritte Messe, wo wir das hier haben. Es ist also absolut stabil. Das ist auch das Entscheidende, sonst können Sie natürlich keine Carports oder Terrassen oder sowas machen. Das Zweite, was Sie eben mit Glas-Glas haben, ist die Transparenz. Das ist einfach schön, wenn Sie unter so einen Carport runtergehen, Sie haben immer Licht. Eben nicht das Dunkle, wo Sie in eine dunkle Höhle reinfahren, vor allem wenn außen die Sonne scheint, Sie fahren da rein, ist plötzlich stockdunkel. Das ist also der zweite Vorteil und das nennen wir eben auch Ästhetik, das sehen Sie auch in unserem Katalog auf der Titelseite, Let the Sunshine In und die Ästhetik der Photovoltaik. Das ist also so unser Hauptthema eigentlich. Und dann kommt eine Entwicklung, die jetzt sehr stark im Kommen ist, die auch die nächsten Jahre stark beeinflussen wird. Das sind, wenn Sie zwei Glasscheiben haben, dann haben Sie eben nicht wie die üblichen Module eine Rückseitenfolie, die das Licht von der Rückseite auch bewusst zurückhalten soll, sondern Sie können natürlich Licht von der Rückseite auch gewinnen. Und das sind dann diese Bifacial-Module, die Sie hier sehen. Und da haben Sie praktisch Generation von Strom auf der Vorderseite und auf der Rückseite. Früher war es so, dass es gab zwar Bifacial Module, aber die Rückseite hat nur wenig Strom geliefert. Heute ist es so, dass die Vorder- und die Rückseite fast die gleiche Effizienz hat. Wir haben also hier auf der Vorderseite 22% und auf der Rückseite 19%. Ja. Nun kommt es darauf an, wie viel Licht kommt von der Rückseite. Ja. Und da haben wir jetzt so ein kleines Display hier, wo Sie eben sehen, selbst wenn also Gras im Untergrund ist, wie bei den meisten Installationen, haben Sie dann trotzdem 15 bis manchmal sogar 20%. Das hängt stark davon ab, wie viel Licht auch von den Wolken, von der Umgebung und so nach hinten irgendwie kommt. Das Licht, das wandert ja immer wieder hin und her, ne? Trifft direkt vorne drauf, aber eben auch von hinten. Oder am Morgen, wenn Sie Südausrichtung haben, kommt die Sonne natürlich von hinten. Dann haben Sie hinten plötzlich Strom am frühen Morgen. Sie haben also eine ganz andere Lichtverteilung, was sehr, sehr interessant sein kann. Und extrem wäre das, wenn Sie also die Module senkrecht montieren. Dann haben Sie morgens also Licht von Osten her auf der Rückseite, ja, dann wandert die Sonne hoch. Mittags haben Sie wenig, da ist aber so, dass andere Module natürlich den Hauptertrag bringen. Und abends haben Sie Strom, wenn er von der anderen Seite herkommt. Ne? Da kann man also nun sehr viel spielen mit diesen Modulen. Das Interessante ist, früher waren solche Bifacial-Module extrem teuer, ne? Also so über 1 Euro pro Watt-Peak. Wir verkaufen solche Bifacial-Module inzwischen, wenn man also entsprechende Abnahmemenge hätte, also einen Container oder so, für fast den gleichen Preis wie Standardmodule. Wir müssen also überlegen, wir haben also einen wesentlich höheren Ertrag, zwischen 10% und 35%, aber wir zahlen fast das Gleiche. Und der Preis für die Module ist ja nur eine Sache, das ganze System müssen Sie ja sich überlegen. Wenn Sie jetzt so ein System haben und Sie haben sandigen hellen Untergrund, ne, oder ein Carport auf einem hellen Boden, ne, ein Dach beispielsweise, wo Sie entsprechende Reflexion haben, dann zahlen Sie vielleicht 5% für die Module mehr. Für die ganze Konstruktion, Wechselrichter und so weiter ist etwa das Gleiche. Ne, das heißt, die Systemkosten sind nur 5% höher, aber der Ertrag ist entsprechend. Das ist eben der große Vorteil. Nun sehen Sie da vorne so eine Stadt. Ne? Das ist also, sagen wir mal, ein bisschen unser Ziel, auch unser Hobby, dass wir eben sagen, wir wollen so ein bisschen eine autarke Stadt
bilden. Also eine Stadt, die alles über Strom produziert. Sie kennen vielleicht das Beispiel Freiburg, ne? Davon wurden wir ein bisschen hier inspiriert. Dort gibt es so eine Sonnensiedlung schon seit weit über 10 Jahren. Und, ja. Können wir einfach mal rübergehen zu der Stadt? Ah ja, könnten wir da mal rübergehen. Ja. Die habe ich ein bisschen hier entworfen, zusammen mit der Frau Muhle. Und unsere Praktikanten haben das dann hier alles gebaut. Und da sehen Sie eben, dass wir also gar keine großen außergewöhnlichen Anstrengungen gemacht haben. Eine ganz normale Stadt im Prinzip. Nur haben wir halt fast jedes Haus, das hier ist, mit Solardächern belegt. Und wir haben eben entsprechende Carports hier. Wir haben vorne am Bahnsteig entsprechend. Das Ganze musste natürlich für unsere kleine Firma irgendwo im Rahmen bleiben. Ne? Aber fragen Sie nicht, wie viele 100 Stunden trotzdem hier schon drinstecken. Und natürlich hätten wir das Ganze professioneller noch machen können. Aber ich finde, es ist mal eine schöne Idee, einfach zu sehen, wie Photovoltaik eigentlich in unser Leben rein eingebunden werden kann. Und wenn wir also solche Glasmodule haben, die auch eine gewisse Ästhetik haben, dann kann das einfach auch schön aussehen. Schauen Sie mal dieses Rundhaus da oben, wo wir einfach das Dach begrünt haben und unsere Module, die 40% Licht durchlassen, wie hier, die reichen eben auch aus, damit da oben eben auch Gras wächst. Das war also so die Idee und dann haben wir mal zusammengerechnet, was wir hier an Strom produzieren und das würde tatsächlich ausreichen, um hier diese Stadt auch mit Strom zu versorgen, also das heißt die ganzen Verwaltungsgebäude und so weiter. Wenn wir natürlich riesen Stromverbraucher, ein Aluminiumwerk oder sowas hätten, das geht natürlich nicht, aber ansonsten haben wir eigentlich hier alles drinnen. Das ist so die Vision und dann, wenn Sie da drüben sehen, da haben wir eine kleine Wasserentsalzungsanlage. Die Idee kam eben auf, wie ich im letzten Jahr im November in Marokko auf einer kleinen Konferenz war und da hieß es Photovoltaik und Wasser. Ja, das ist da drüben, das können wir ja nachher anschauen dann. Oder wir gehen schnell darüber. Ja. Das war also eine Konferenz in Marokko, in Casablanca, die hieß also Photovoltaik und Wasser. Und da habe ich dann vorher eine Wassermesse in Amsterdam besucht und habe mit Produzenten dort verhandelt, dass wir also schaffen, ein möglichst energiearmes Aggregat zusammenzubringen, wo wir jetzt eben Meerwasser entsalzen können oder auch Brackwasser reinigen können. Ja. Sie wissen ja, Wasser ist ein Riesenproblem, also nicht nur jetzt in Afrika, selbst in Teilen von Afrika wie Kapstadt, wo eigentlich relativ viel Regen trotzdem kommt, aber trotzdem ist eben die Wasserknappheit da. Aber das ist eigentlich neben Energie mit das Hauptproblem in den nächsten Jahren, nicht nur durch die Energiewende und so weiter. So, dieses kleine Aggregat, das produziert hier 200 Liter entsalzt, 200 Liter pro Stunde Salzwasser. Ja? Das heißt also richtig normal aus dem Ozean entnommenes Wasser. Das wird also über eine Hochdruckpumpe durch diese Reverse Osmosis, also Umkehrosmose-Filter hier durchgeleitet, die sind also hier drin, das wird hier reingepumpt und hier, das sollte eigentlich so ein Vorführmodell sein, wir haben auch schon einen Tank da dafür, aber dann zum Schluss haben 2, 3 Sachen sind im Zoll hängen geblieben, sodass wir eigentlich nur das nackte Aggregat zeigen können. Eigentlich war gedacht, wir haben hier unten Salzwasser, kann auch jeder probieren, Finger reinstrecken und oben kommt dann Trinkwasser am Hahn raus. Na, so war eigentlich die Überlegung hier. Nur ist es natürlich jetzt keine Wassermesse und ich glaube, das ist ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen überzogene Vorstellung gewesen. Aber das ist unsere Zukunft und wenn Sie also nachher entweder einen Katalog mitnehmen, da haben wir das also drin. Wir haben also einen Business Focus, eine Business Unit, Wasserreinigung und Wasserentsalzung als eine Business Unit. Nur ein paar Daten dazu. Also diese Einheit produziert 200 Liter pro Stunde Salzwasser. Bei Brackwasser oder Schmutzwasser sind es 400 Liter pro Stunde. Ne? Sie braucht 2,2 kW. Das heißt, wenn Sie allerdings, das muss ich dazu sagen, diese Einheiten, die müssen praktisch rund um die Uhr laufen. Weil ansonsten staut sich hier drinnen praktisch die ganzen Bakterien, Salz und so weiter. Und da wäre in kurzer Zeit eine Algenblüte da drinnen. Wenn Sie also das 10 Stunden oder 12 Stunden abschalten, dann funktioniert das nicht mehr richtig. Natürlich ein paar Tage, aber dann ist es aus. Na, das heißt, es müsste 23 Stunden laufen. Wir
brauchen 2,2 kW. Wir würden da dann eine entsprechende Einheit, also etwa 4 bis 5 kW Einheit, also ein bisschen so in dieser Größe, ein kleines bisschen größer, das würde ausreichen, um diese Einheit hier 23,5 oder 24 Stunden zu betreiben, ja, eine halbe Stunde für Wartung möglicherweise, man muss mal die Kartuschen wechseln und so, ja, dann bräuchten wir natürlich entweder ein Netz für die Stunden, wo die Sonne nicht scheint, oder wir würden einen entsprechenden Batteriespeicher dazu nehmen. Da haben wir auch entsprechende Angebote hier im Angebot. Das heißt also, mit so einer Einheit in Afrika rechnet man etwa 30 bis 50 Liter pro Kopf. In Deutschland sind es 300 Liter, in den USA und sonst wo noch mehr. Aber immerhin, mit so einer Einheit kann man eigentlich ein Dorf mit Wasser versorgen. Und wenn Sie so Statistiken lesen, wie viel Energie und Zeit die Frauen in Afrika in irgendwelchen Dörfern für die Wasserbeschaffung aufbringen, für 30 Liter Wasser im Durchschnitt in Sambia, in solchen Ländern 2,5 Stunden am Tag. Ne? Das heißt, das kann man natürlich durch solche Dinge auflösen. Ja? Okay, gut, also das war ein bisschen so ein kleines Rundum-Ding. Also Sie sind gerne natürlich eingeladen, um bei uns im Messestand auch rumzuschauen und stehen natürlich für Fragen zur Verfügung. Sehr gut. Zeit für 2, 3 Fragen haben wir noch. Wo ist eine? Wer hat eine Frage? Wo sind Sie fündig geworden mit dem Wasserfiltrierungssystem? Also aus welchem Land zum Beispiel kommt es? Und nach welchen Kriterien haben Sie es ausgesucht? Ja, das ist ein System. Also sagen wir mal, das ist kein Hightech im Prinzip. Ja. Die Umkehrosmose gibt es schon lange. Das ist eine, ich glaube, eine Danfoss-Pumpe, aber die, so eine Pumpe, die gibt es von anderen auch. Da gibt es nur verschiedene Größen. Also wir haben in dem Katalog bis hin zu für 25.000 Menschen Wasserentsalzungsanlage. Da brauchen Sie dann Hochdruckpumpen, die 200 Bar oder was liefern und die aber auch eine immense Energierückgewinnung haben, sonst brauchen sie sehr viel. Und das sind dann beispielsweise dänische Danfoss-Pumpen oder Grundfoss, die bei uns auch in sehr, sehr viel gebräuchlich sind. Diese Filter, die kommen auch aus Deutschland, die Filterkartuschen, die gibt es eigentlich überall. Und ansonsten ist das nur noch das Drumherum. Es ist also kein Hightech im Prinzip. Sie nur über diese kleinen, einfachen Messinstrumente, das ist eine sehr einfache Einheit. Also nur um einen Preis etwa zu nennen, diese Grundeinheit, nur das hier, kostet etwas über 2.000 Euro. Also sehr günstig, ja? Weil das lassen wir jetzt im Ausland machen, aber nicht in China oder so, schon im europäischen Ausland. Aber da brauchen Sie eben Firmen, die, sagen wir, diese Schlauchverbindungen und so, das entsprechend günstiger, das können wir nicht. Aber im Prinzip wollen wir eigentlich schon, dass wir sagen, okay, im Wesentlichen made in Germany, aber wir lassen halt wie andere Firmen auch gewisse Komponenten im Ausland fertigen. Ja? Vor allem in der ersten Zeit, wo wir gar nicht die Aufträge haben, um das zu machen. Also das ist eigentlich... Ja, es war jetzt in München eine Messe, wo auch Wasser und so weiter da war. Nicht ein einziger Aussteller hat die Verbindung zwischen Photovoltaik und Wasser gebracht. Und das ist, finde ich, schade. Ja, weil das ist, da wo Wasserknappheit ist, ist meistens viel Sonne. Ja. Und das zu verbinden wäre eigentlich ideal. Ja. Noch eine Frage, gerne. Die Firma ILF in München, die ja ganz große Meerwasserentsalzungsanlagen baut, wie passt das dann zusammen? Weil die bauen ja mit Ölkraftwerken große Dinge. Ne? Also es gibt diese Reverse-Osmose-Technik, die Umkehrosmose, im großen Stil gibt sie noch nicht so sehr lange. Es gibt jetzt die Wasserentsalzungsanlagen, früher wurden eigentlich mit Überschuss, also Gas oder auch Öl oder sowas betrieben, mit einer anderen Technologie. Ja. Diese Umkehrosmose funktioniert eigentlich nur, und das können Sie sehr gut in unserer Broschüre sehen, ja, funktioniert über eine teildurchlässige Membran, und über diese winzigen Öffnungen der Membran können Sie festlegen, welche Partikel noch durchgehen. Wenn die klein genug sind, gehen Viren, nichts geht mehr durch, nur Wasser. Salz bleibt schon lange zurück, Bakterien und so weiter, alles bleibt zurück. Und das heißt, das Ganze ist ein simples Prinzip, das über Hochdruck, 200 Bar, also immens großer Druck, wird das Wasser unten reingepumpt und oben kommt das saubere raus und alle Partikel bleiben in dieser Membran drinnen. Das war deswegen industriell
noch nicht konkurrenzfähig, weil diese Membrans hier sehr teuer waren. Ja? Inzwischen gibt es also eine ganze Menge von Anbietern und sag mal, der Preis ist wie bei der Photovoltaik genauso stark nach unten gegangen und geht noch stärker runter, weil einfach inzwischen nicht mehr 10.000 Quadratmeter, sondern 10 Milliarden Quadratmeter irgendwann mal im Jahr gemacht werden. Die wird dann nur gewickelt, unten geht das Wasser rein und es saust dann durch die Dinge durch und kommt dann oben raus, sauber. Ja. Und Sie können durch diese Art der Membranwicklung und so festlegen, was Sie, wie rein das Wasser nachher sein soll und natürlich durch den Druck, wie viel Wasser Sie reinigen wollen. Und der Druck, der bestimmt, wird durch die Pumpe bestimmt und das ist eigentlich die einzige Energie, die wir brauchen, diese Pumpe zu betreiben. Ja. Ja. Eine letzte Frage noch. Ja, danke. Herr Dr. Merkle, erste technische Frage, wie lange hält so eine Membran? Und die zweite Frage ist, welche Kernregionen, Zielregionen werden angegangen und wie ist der Vertrieb organisiert? Also ich sagte ja, wir sind ganz am Anfang. Ne? Wir haben Anfragen gerade in Casablanca, aus Marokko mehrere. Wir haben aus Oman relativ viel Interesse gefunden, aber es ist für uns halt sehr aufwendig. Da war auch eine Wassermesse, da wurde man eingeladen, mehrfach begniet hinzugehen, sind wir nicht, weil wir einfach nicht alles machen können. Da müsste ich dann überall in der Welt rumdödeln. Wir haben noch keinen Vertrieb. Ne? Wir wollen eben in solche Länder wie Oman, Dubai und so weiter. Nur Dubai, das sind so Länder, die traditionelle Meerwasserentsalzung haben. Auch Singapur habe ich vorher ein Gespräch geführt, ganz genauso. Die haben Riesenanlagen, gigantisch. Gell? Das sind Anlagen, die Sie genauso in die Größe machen können. Also wir haben hinten in der Broschüre, wo Sie da haben, ne, ist ein für 25.000 Einwohner praktisch so eine Anlage mal dargestellt. Ja? Und da ist auch dargestellt, wie viel Strom sie brauchen. Ein kleiner Fehler hat sie da eingeschlichen, aber insgesamt sind das keine gigantischen Größenordnungen. Ja? Mit 2 Megawatt können sie dort eigentlich eine große, 25.000 bis 50.000 Leute mit Wasser versorgen. Ja? Diese anderen Anlagen, da geht es nicht um 25.000 Liter am Tag, sondern um 10 Millionen Liter und so weiter. Ja? Die sind bis heute noch in der traditionellen Technik. Es gibt aber inzwischen in Spanien eine große Umkehrosmoseanlage ohne Photovoltaik. Aber jetzt habe ich gelesen, ist jetzt also die Weltbank finanziert jetzt eine Anlage, die also eine Größenordnung 100 Millionen oder sowas hat. Ja. Ja. Ja, vielen Dank. Wir müssen leider zum Ende kommen, so spannend das auch alles ist. Haben jetzt ein bisschen überzogen, aber das war es auch wert, denke ich. Vielen Dank nochmal. Die Informationen bekommen Sie alle zugemailt. Da brauchen Sie jetzt nichts mitzunehmen, wenn Sie nicht wollen. Ja, können und, Sie gerne, genau. Dann haben Sie es in der Form, aber ja. Genügend Prospekte. Herr Dr. Merkle, vielen Dank nochmal.